und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alte Nutztierrassen. Bei mir geht es heute um ein Nutztier, das nicht jeder sofort als Nutztier einstufen würde, nämlich um den Pfau. In vielen Ländern ist der Pfau aber auch heute noch ganz klar wegen seiner Nutzeigenschaften beliebt und nicht nur wegen seiner Schönheit. Und auch in Europa war es in vergangenen Jahrhunderten so. Man hat den Pfau gegessen, man hat seine Eier genutzt und auch die Federn sind eigentlich Nutzobjekte, da sie als Schmuck verwendet werden. Erst 2 Wochen alt sind diese Pfauenküken und schon haben sie den Kükenflaum fast vollständig abgelegt. Die ersten Federn sind besonders an den Flügeln schon gut entwickelt. Wie Hühnerküken sind auch Pfauenküken Nestflüchter, die schnell wachsen und sich zügig entwickeln. Auf ihre Mutter sind sie dennoch in den ersten Monaten angewiesen und folgen ihr auf Schritt und Tritt. Instinktiv sucht die Pfauenhenne immer den Schutz von Bäumen und Gehölzen auf wie in der Natur. Nur wer in Deckung lebt, ist sicher vor Feinden. Der Vater der Kleinen scheint sich das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Mit seinen bunten Federn ist es für ihn ohnehin schwer, sich zu tarnen. Er stolziert über die Lichtung und stellt seine Pracht zur Schau. Die Gänse sind nicht ganz das Publikum, das er sucht, da muss er schon weiterziehen. Wen könnte man denn beeindrucken, wenn man ein Rad schlägt? Ein Kamerunschaf? Wohl kaum. Naja, versuchen kann er es ja trotzdem. Die optische Perfektion des Pfaus hat schon immer die Künstler inspiriert. Der Maler Karl Jutt der Ältere hat zum Beispiel zur Wende von 19. ins 20. Jahrhundert hin zahlreiche Geflügelhofszenen mit dem Pinsel verewigt. Heute deutet man seine Darstellungen von männlichen Pfauen zwischen einfachem Hühnervolk als Versuche, die Kontraste zwischen Arm und Reich darzustellen. Tatsächlich werden Pfauen in der Kunst oft als Statussymbole und für Sinnbilder des Reichtums und Überschwanges verwendet. Ob das wohl bei diesem Werk auch schon der Fall war, es stammt spätestens aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Interessant auch dieses Werk vom italienischen Mönch Giuseppe Castiglione, er lebte in Peking und seine Kunst zeigt sowohl europäische als auch asiatische Einflüsse. Ja, ich könnte noch stundenlang vom Pfau weiterreden im Zusammenhang mit der Kunst, da gibt's echt viel zu sagen, aber wir kommen jetzt wieder zu den echten Pfauen, die in Aktion herumlaufen. Den ganzen Tag herumlaufen, fressen und picken ist anstrengend, darum brauchen die Küken zwischendurch immer mal wieder eine Ruhepause. Sie lassen sich hier direkt ins Gras plumpsen und widmen sich ein bisschen der Gefiederpflege. Eigentlich erstaunlich, dass sie so die Ruhe weg haben, denn um sie herum ist ganz schön was los. Der liebe Herr Barbar schaut vorbei, obwohl sich Pfauenmänner ja eigentlich gar nicht um den Nachwuchs scheren, aber könnte ja sein, dass die Dame wieder paarungsbereit ist. Und dann sind auch noch ein paar Nebenbuhler im Umlauf und die Schafe sind ja auch noch da. Ob die Küken es schaffen, erwachsen zu werden, und ob mal eines dabei sein wird, das später ein so prächtiges Gefieder hat wie der Vater, bleibt abzuwarten. Wir kommen jetzt zu den Farbvarianten des Pfaus. Der klassische Pfau, wie man ihn sich im Bilderbuch vorstellt, ist der blaue Pfau und er stellt zugleich auch die Wildform dar. Relativ bekannt sind dann auch noch weiße Pfaue. Sie gelten ebenfalls als Symbole für die Reinheit und das Licht, nicht nur als Statussymbole für Macht und Reichtum. Kaum bekannt sind dann schon die gescheckten Varianten, die jetzt ein wenig näher zu sehen sind. Verschiedene Scheckmuster finden sich beim Pfau und sie haben auch Auswirkungen auf das Aussehen des Rades, wenn so ein gescheckter Pfau ein Rad schlägt. Im Grunde genommen handelt es sich bei Scheckungen immer um Pigmentstörungen, so wie bei den weißen Pfauen die Pigmentbildung unterdrückt ist. Diese Dame ist auch etwas ganz Besonderes, denn sie gehört zur Schwarzflügelvariante, bei der vor allem die weiblichen Tiere stark aufgehellt wirken. Erinnert mich schon fast ein bisschen an Wachtelfärbig bei den Hühnern.
Wer mit der Pfauenhaltung anfangen möchte, der sollte vor allem über eines verfügen: viel Platz. Das fängt schon im Stall an. Auch wenn Pfauen im Sommer gerne mal draußen übernachten, so brauchen sie spätestens während der kalten Jahreszeit Schutz. Im Stall brauchen sie wie Hühner große Sitzstangen, die genügend Fläche für alle Exemplare bieten. Denkt auch daran, dass das Schwanzgefieder der männlichen Tiere Platz haben muss. Die hier mausern ja gerade, aber üblicherweise hat so ein Pfau eine ganz schöne Länge. Ja, auch im Freien braucht ein Pfau dann viel Platz. Wenn man möchte, dass die männlichen Tiere ständig Räder schlagen, muss man mindestens zwei Männer halten, denn sie animieren sich gegenseitig dazu. Am besten funktioniert die Pfauenhaltung darum in parkähnlichen Gärten. Pfaue können außerdem sehr gut fliegen, was man ihnen nicht zutrauen würde. Finde den Pfau, könnte ich hier sagen. Er hat sich auf einer erhöhten Warte ein Plätzchen gesucht für die Gefiederpflege und zum Ausschauen. Das ist typisch Pfau und ihr solltet daran denken, wenn ihr Nachbarn habt, die nicht gerne Besuch von einem Pfau bekommen. Ansonsten sind Pfaue erstaunlich einfach zu halten. Auch in der Fütterung sind sie den Hühnern recht ähnlich und sind eigentlich Allesfresser, die man nur bedingt mit Körnern füttern sollte. Die Pfauen vertragen sich besonders gut mit anderem Geflügel, das würde man so gar nicht denken, aber so wie auf den alten Gemälden kommen sie zum Beispiel mit etwas Angewöhnungszeit auch mit Hühnern sehr gut zurecht. Dieser Zwerghahn hat sich gar mitten in den Pfauendammen positioniert, als wären sie seine Bodyguards. Einige Geflügelhalter haben mir davon berichtet, dass die Kombination aus Gänsen mit Pfauen nicht sehr gut ist, vor allem dann nicht, wenn die Platzverhältnisse nicht passen. Ein Pfau sollte immer eine Fluchtmöglichkeit haben, wenn er Gänse in der Nähe hat. Bewährt hat sich wiederum die Kombination aus Weidetieren mit den Pfauen. Weidetiere wie hier Kamerunschafe halten die Wiese kurz bzw. den Rasen ganz knapp, sorgen für eine dichte Grasnarbe und so werden die Pfauen nicht nass bei schlechtem Wetter, wenn sie über die Fläche schreiten. Im Prinzip eignen sich Ziegen genauso gut wie Schafe für die gemeinsame Haltung, allerdings sind sie um einiges temperamentvoller und neugieriger. Auch hier ist es immer wichtig, dass sowohl der Pfau als auch die Ziegen jederzeit Rückzugsmöglichkeiten vorfinden. Dann steht der Kombination nichts im Weg. Und natürlich sollten sich so verschiedene Tierarten auch nicht unbedingt einen gemeinsamen Stall teilen müssen. So viel dazu. Beim Pfauennachwuchs ist die Mittagspause nun vorbei. Die Mutter hat beschlossen, dass es wieder Zeit ist, sich zurückzuziehen. Gemächlich marschiert die kleine Familie hinüber zum kleinen Waldstück, wo es genügend Deckung gibt. In Mitteleuropa sieht man freilaufende Pfauenhennen nur selten mit Küken, denn die Naturbrut klappt nur in trockenen und warmen Sommern wirklich gut. Besonders in der ersten Lebenswoche sind die Pfauenküken recht empfindlich gegenüber Kälte und Nässe. Darum ziehen es viele Züchter vor, nur in Volieren zu züchten, beziehungsweise üben sich sogar in der Kunstbrut, die bei Pfauen genauso gut klappt wie zum Beispiel bei Buten oder Fasanen. Ich danke allen, die bis zum Ende zugeschaut haben. Ich bin schon gespannt, wie ihr diese etwas ungewöhnliche Themenwahl für eine Folge von Alte Nutzterrassen findet. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, mal von so einem prachtvollen Vogel zu berichten. In Zukunft wird es wieder öfter neue Folgen von Alte Nutzterrassen geben und vor allem auch alte Folgen in neuer Auflage. Bleibt also dran!